Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist heute angesehen und sind ja ein Smile da, wenn man einen dreifachen Gesamtweltcup-Sieger hat. Sechsmal Sportler des Jahres und ein frischer Olympiasieger. Doch, ja, das ist schon was Tolles, wenn der Alessandro Itze Hämmerle im Montafu mir Zeit schenkt. Servus Itze. Franz, grüß dich. Das ist ein Höhepunkt. Ja, für mich auch. Lässig, ja, lässig. Immer nicht wirklich, ja. Nicht, ja. Immer hast du schon daran gewöhnt, ein Olympiasieger? Ja, du fangst immer mehr, sage ich mal. Die Zeit hilft. Über das reden wir weiter drüber. Aber erklären wir den Leuten mal, wo wir jetzt gehen. Jetzt gehen wir da eine Sinigrad rauf. Ja. Den, glaube ich, am Grad entlang bis zum Wormser Hütte. Genau. Und das Grützjoch. Machen wir. Ein bisschen entspannt retour, glaube ich. Ja, aber hinter das Seental. Ahe. Ja. Wird das Herzlesee. Gelbersee, schön zum Einladen. Schwarzsee und dann kommen wir wieder da. Es ist ja eine wunderschöne Wanderung, Montafur sowieso, Cantina. Ja. Also wirklich, vor allem ein mega Ausblick, speziell wenn man mal da oben ist, haben wir das Herz da hinter uns. Ja. Also, du bist ja aufgewachsen, Montafur. Ja, ein bisschen weiter rein. Ja, ja, Gajora. Genau, Gajora. Ja. Und es ist schon toll, Montafur zu sein. Mal, also ich muss sagen, jetzt mal, wenn ich vor bin, komme ich über die Algera wieder her. Also, ich habe schon viel gesagt auf dieser Welt, aber ich würde glaube ich hinbleiben. Ja. Ja, Vorarlberg ist glaube ich sowieso ein guter Boden für den Olympiasieger. Ah, ja. Ihr holt neue Kraft und dann holt man die Medaillen einfach. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Nein, du, mittlerweile haben wir einfach eine gute Infrastruktur im Vorarlberg mit dem Olympiazentrum. Auch das Land schaut dazu, dass wir wirklich gute Gegebenheiten haben. Und durch das ist es jetzt so viel gekommen, dass wir wirklich ich und ein paar Kollegen mit der Kathi, mit dem Steu, mit dem Hannes vor allem, da so Zuschlag haben können. Naja, nein, ganz. Vor allem hat sich sowieso wahnsinnig gefreut. Ja, ist super. Ganz Österreich. Für uns auch zum Zurückkommen. Die Schweiz hat sich auch noch ein bisschen mitgefreut, aber nur kurz. Nur kurz. Du, deine Familie, erklär mir das einmal. Du hast ja so eine sympathische Familie. Ja, oder? Danke. Der Papa, Hanno. Ja. Und Katharin. Mama, Katharina, Papa, Hanno. Papa ist eigentlich ursprünglich Montafuner gewesen, oder immer noch. Sind aber in der Schweiz zuerst aufgewachsen, wo die Mama auch kennengelernt hat. Wir haben Tourismus geschafft. Genau. Sie haben dort ein Hotel schon geführt und haben dann das Hotel von meiner Großeltern übernommen. Das ist beim Gajora durch rein ist. Mhm. Und ich bin im Alter, was war ich, 8, 9, bin ich hinerzogen mit den Eltern. Und dann ist gleich Snowboard. Ich habe in der Schweiz, was ich sage. Nee. Ich war eigentlich wirklich sehr froh, dass wir daher das Land sind. Und auch die ganzen Sportmöglichkeiten gehabt haben. Ich war früher schon sehr, sehr sportlicher Typ. Aber der Berg und das Montafur bietet natürlich einiges mehr als wir jetzt Vorort von Zürich. Ja, aber alle drei Händler. Oder? Der Gino? Ja, alle. Der Luca genauso. Also Gino hat man so aufhören, verletzungsbedingt. Genau, den hat es leider mal am Anfang, sag ich mal, früherer Karriere, also Beginn, hat es dann verletzt. Und dann, durch die Verletzung ist aber das Interesse an der Medizin gewachsen und hat dort seine Leidenschaft gefunden und ist jetzt mittlerweile auch bei uns im Vorarlberg im Spital am Schaffen. Ja. Eben bei der Gelegenheit, ihr seid nicht nur Sportler, ihr habt alle drei, du und der Luca, einen Masterabschluss. Ja. Gino ist Doktor. Na hallo, hey! Mal Mama war es immer wichtig, dass wir noch was lernen nebenbei. Also nur Sport hat es nie gegeben. Dafür hat man die Hausaufgabe machen müssen oder versprechen, dass man es nach dem Sport macht. Also so einfach ist es nicht gegangen. Aber im Nachhinein bin ich schon froh, dass es waren immer ein bisschen zähe Geschichten, speziell nach der Saison, wenn du dich umhockst und wieder verschiedene Sachen lernen hast müssen. Am Anfang das wieder richtig Kunst, aber es tut gut und ein bisschen Distanz zum Sport und man sagt, dass es noch was anderes gibt und dass nicht alles ist, nimmt ein bisschen der Druck weg. Urlaub hättest du auch schon können jetzt? Urlaub bin ich gleich mal gewesen. Das war Ende April, Anfang Mai. Bin ich mit meinen Brüdern und mit einem Kollegen gegangen, ein bisschen surfen. Oh. Ja, also ich habe Foto gesurfen. Ja, es muss sportlich bleiben, auch im Urlaub. Es ist mir glaube ich, einfach nur zu langweilig, wenn ich nur ein bisschen rumliege. So hart es klingt, aber das geht noch nicht. Surfen ist wirklich ein cooler Ausgleich. Kann man bei uns nirgends machen. Da muss man an der Atlantikküste, am Mittelmeer, muss man Glück haben. Das ist eher stürmig, dass das funktioniert und für uns echt lässig. Ist da auch ein, wie schaltest du ab eigentlich? Du musst ja auch mal sagen, so, jetzt tue ich mal gar gerne nicht. Ist schwierig eigentlich. Ich meine,
Abschalten tue ich mich mit Ausgleichssport, wo ich mit meiner Kollegin mache oder mit der Freundin etwas. Du hast da Mountainbiken? Oder? Genau, gern am Berg Mountainbiken. Sie gehen auch ab und zu gern wandern, da gehe ich dann nicht so gern mit wie Mountainbiken, aber das macht mir auch Spaß, vor allem wenn die Touren nicht ewig lang sind. Ist so ein schöner Ausgleich, weil du merkst schon die ganze Trainingswoche, wo du dafür hast. Mhm. Oder Ballsport, jegliche Art. Noch. Heute hast du ja auch schon eine Trainingseinheit hinter dir, drum. Wir haben ja eine schöne Wanderung. Ja, heute Wanderung. Das packen wir locker. Ja, da. Mit dem schönen, im schönen Mund davon muss man sagen. Ja, vor allem mit dem Wetter haben wir Zeit. Das ist ja herrlich. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir los. Jetzt da. Packen wir es. Auf, schau. Ich muss ja eine halbe Stunde. Die halbe Stunde sind wir da oben. Dann reden wir da oben ein bisschen weiter. Das Wetter passt. Auf geht's. Komm mal. Im modernen Zahlalter. RaiPay. Bezahlen mit jedem Android-Smartphone. Raiffeisen. Wir macht's möglich. Frischtanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. An 37 Standorten in Vorarlberg finden wir Raum für Ihre persönliche Beratung und Betreuung. Mit 255 Mitarbeitenden sowie Partnerinnen und Partnern. Unica. Gemeinsam besser leben. Eizi, he? Haben wir es geschafft. Bergheil. Ja. 2,395. Nicht schlecht. Ja, gut für den Ausblick. He? Mal, schau mal an. Da lag er. Herzele, da gehen wir den auch hin. Itzi, schau mal an. Im Kreuz ist heil. Sind wir hoch gut gelandet da. Und jetzt müssen wir einfach
das Thema Olympia schon noch mal ein bisschen besprechen. Wer kann schon mit dem Olympiasieger da oben hocken? Ja, ja. 10. Februar, früh am Morgen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du das Ziel bist, der Moment, wo es geheißen hat, Zielfoto? Das war eine schwierige Erinnerung. Wir haben ja gleich an die WM zurückgedacht. Muss ich sagen, ich war mir dann, irgendwo habe ich schon ein Gefühl gehabt und dann gemerkt, das passt. Und auf der Zeittafel habe ich schon geschaut, dass ich 200stel habe. Aber die muss man sich vorstellen, der Timer, also der Transponder, haben wir bei der Füße gemacht. Und das Brett zählt, also das, was zuerst im Ziel ist. Und da ist der Transponder natürlich nicht. Das kann da schon was verfälscht sein, oder? Vielleicht der hat erst weiter vorher gesteckt, B weiter hinten, aber das Brett vorne. Und ja, war auf alle Fälle, was das angeht, schon mal sehr angespannt. Und dann hat das auch so einen ungünstigen Fotowinkel gehabt bei der Wiederholung, dass du so von rechts hingeschaut hast. Und aus dem Winkel habe ich mir recht gedacht, nein, du, das ist, glaube ich, nicht ausgegangen. Und dann ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht und denkt, jetzt hast du schon auf alle Vierer als Olympiasieger und dann nimmt man das so kurz vor. Ja, der Name von dem ist schon. Ja. Und dann, wo ich es dann gesagt habe, dass es aber dann echt so viel war, ist, ja, eine pure Freude gewesen, wirklich viele Emotionen. Es ist ein Vulkanausbruch ganz Österreich. Ja, es ist wirklich, also es ist ein Moment, der, glaube viele, wo es live gesehen haben, speziell in Erinnerung geblieben ist. Also viel spannender geht es dann, glaube ich, so. Und der Bruder, der Gino, als Co-Kommentator, ja, der hat das Herz verstopft. Ja. Und dann ist das gekommen, schau, im Goldrausch. Im Goldrausch, es sind Momente. Ja, ich habe die ganze Sammlung da. Als Hämmerle-Fan habe ich natürlich alles da. Das waren noch schöne. Es waren Festspiele. Schau mal das an zum Beispiel. Goldene Momente. Schau dran. Das ist schon nicht so. Es ist einfach. Ja, für uns so einzigartig als Athleten. Weißt? Jetzt habe ich noch eine Frage. Olympia-Empfang. Nachher im Unterfu. Ich meine, du bist schon einige Empfänge gewohnt gewesen im Unterfuhr, wo Gesamtweltcup und so. Haben wir schon ein paar Sachen aber wieder können. Das war schon berührend. Es war extrem, oder? Wie wir gesagt haben, wie viele zusammengekommen sind. Leider hat das Corona dort noch ein bisschen gewohnt. Ja. Und dann, sonst hätten wir noch mehr machen können, aber nichtsdestotrotz haben wir was machen können. Und es war für mich wirklich extrem schön zum Sachen, so kurz nach den Spielen, wie viel sich mit denen da gefreut hat und was das bewegt hat im Tal. Es war als Athlet sicher unvergesslich. Nicht nur im Tal bewegt. Ja. Nein, auf Angers merkt man schon. Ich glaube, das Unterfuhr hat noch nie so viele Fans in Wien gehabt, wie bei den Tag. Ja, auf jeden Fall. man hört schon viel auf Angers, das muss man sagen, ja. Und du bist dann ziemlich schnell, du hast nur noch einen Bewerb, wo der Pech gehabt hat, oder? Ja. Die im Team waren jetzt bei der Olympiade. Ja. Die hat ein Glück, sagen wir, geklammert. Sie ist nicht gut beieinander gewesen, gell? Nein, es war ein schwieriger Tag, man muss sich vorstellen, in China hat es geschneit, es war ein seltenes Spektakel, aber genau an dem Tag. Und durch das haben sich Geschwindigkeiten immer verändert. Also es war ein Schneefall, dann war wieder Sonne gewesen. Und dann muss man sich vorstellen, da hast du neue Schnee auf einmal an der Strecke und dann hast du wieder Sonneneinstrahlung. Also Geschwindigkeit variiert halt extrem mit den Schneeverhältnissen. Und so hast du das brutale Gefühl haben müssen, bin ich jetzt schnell auf Weg, wie viel muss ich den Sprung absorbieren, dass ich die Landung ertriff. Oder wenn das immer unterschiedlich ist, brauchst du einfach ein Gefühl und das braucht einfach viel Erfahrung. Und ich bin noch extra noch ein Training mit der Pia zusammen gefahren und der Jakob hat auch mit da im Training. Dann haben wir halt gesehen, dass sie dort ein bisschen zwiegesprungen ist. Bin am Sprung. Dann haben wir da gesehen, trau dich ruhig, dass du ein bisschen mehr absorbierst. Weil sonst, wenn du da zwei hupst, hast du schon nicht davon. Und wie es der Teufel will, ist natürlich bei uns am Lauf. Der Teufel schläft nicht. Ja, hat es dann halt geschneit. Ich habe dann schon gemerkt, gleich, ich bin viel langsamer wie im Training. Haben sie dann gut eingebracht und da hat das Zeug getroffen. Und auf alle Fälle kommt ein Bier dort um mich. Und es war halt einfach auch ein Bier dann langsam. Und wir haben eben gesehen, da viel. Und sie hat es dann in dem Moment nicht so gespürt gehabt, hat sie zu viel getan. Und dann ist sie in einen Gegenhang rein und dann war der ganze Vorsprung dahin leider. Sekunden haben wir schon gehabt. Ja, wäre gut gewesen an dem Tag. Für sie hat es mich auch extrem gefreut. Nichtsdestotrotz haben wir eine positive Bilanz von den Spielen. Naja, mit mir hat es positiv. Ja, voll. Ganz ländlich. Oder? Ja. Meine, so viele Medaillen hat man ja noch nie gemacht. Ja, verrückt. Ja, ist schon toll. Schön gewesen. Im Hannes, die Geschichte am gleichen Tag ist ja
Ja, eben, verrückt. Der Spruch von dir. Was hast du ihm gesehen? Geile Sau, oder? Was hast du ihm gesehen? Nein, so ähnlich. Ja, genau, genau so ist es. Ein paar Stunden später wird der auch Olympiasieger, Kumpel. Wahnsinn, oder? Ja, er ist vor mir geworden. Ich bin gerade nachher gekommen. Ja, du bist nachher gewesen, ja, genau. Herrgott's nochmal. Ja, wir kommen zurück. Olympia ist ja. Bei der nächsten Olympiade bist du ja wieder dabei. Luca hat gesagt, er will den Olympiasieger werden. Gell? Ja, sicher. Aber das ist hast schon das größte in der eigenen Familie denn schon? Ja. Ja, du. Wenn ich es mit jemandem liebsten teile, dann natürlich in der Familie und meinem Bruder. Also ja, das ist ja klar. Die Erfahrungen müssen wir nicht diskutieren. Ja. Du, wenn ich da umschaue. WM 2027 im Montafu. Ja, es ist doch der Hammer, Mensch. 2027 sollte es so weit sein, dass man da tut er den fahren können. Ja, ich bin schon gespannt, wie es wird. Also, es sind schon ein paar Jahre um mich. Ja. Wir werden weiterhin am Gas bleiben. Du. Und ja, dann schauen wir schon dazu, dass das wieder läuft. Der Snowboard-Sport im Vorarlberg, hat er genug Nachwuchs? Das könnte immer mehr sein im Nachwuchs. Aber das wird ja, aber du wirst schon einen Job gehen, glaube ich. Wohl, ich denke schon. Ich hoffe, dass einiges nachkommt. Also, wir haben wirklich eine gute Infrastruktur, dass wir, ja, alle Erfolge möglich sind. Nichtsdestotrotz ist es auch ein harter Weg, aber ein sehr lohnender Weg, wenn es denn passt. Du bist auch Mitglied der Montafoner-Familie, wie man den Sportler-Familie sagt. Ja, genau. Ja. Und das ist schon viele Jahre schon. Also, eben schon viele Jahre. Montafon ist jetzt, mein erster Kopfsponsor, nicht der erste, aber der erste größere gewesen. Davor war es eine Optikzone, das war damals ein Geschäft gewesen, die Schruhe hin. Also eigentlich immer schon im Montafon gut vertreten gewesen und bin froh, dass die Unterstützung über die ganzen Jahre da ist. Und ich glaube, mit dem Olympiasieg hat man einiges zurückgehen können. Schaut dir das Juwel an, das Montafon. So etwas vertreibt man ja gerne. Ja? Ja, hey, hallo, hey, das ist schon ein Rolls-Royce unter den Bergen. Muss man ja hinweg sehen, oder? Du, ja, wunderschön. Eine Frage kann ich, weil Olympiasieger sind sehr begehrt. Könnte jetzt die eine Firma anrufen und sagen, du kommst zu unserer Veranstaltung? Ja, das hat es mittlerweile schon mal gegeben. Ist schon wirklich also für mich als Sportler auch nicht, wenn man mal ein bisschen darüber reden kann. Du musst einen Olympiasieger zum Angreifen. Ja. Es ist schon schön, dass das Interesse da ist, dass man ein bisschen von den Erfahrungen erzählt und teilt. Das ist, hat man immer sehr positive Resonanz gehört. Und für mich auch nicht, wenn man ein bisschen was neben dem Sport tut. Wenn man so sagt, die Leute sind interessiert an der Geschichte und es ist doch was ganz Spezielles, wenn man es denn von außen erzählt, weil ich kenne es leben natürlich nur aus der Sportlersicht. Ist nicht schlecht. Nein. Bundesheer bist du schon. Bundesheer hat eine wichtige Rolle. Ist ja bei dir am Herz. Schau es ruhig her. Ja. Bundesheer vertreibt mich auch schon seit vielen Jahren. Ist bei uns ein Fördersystem. Bin ich froh, dass ich da bei uns im Stützpunkt Starnberg untergebracht bin. Und eine super Unterstützung, die man braucht. Speziell als Jugendlicher. Wenn die sportlichen Erfolge noch nicht so da sind, ist es schwer so ein Sprungbrett, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, das Ganze oben noch zu schaffen. Kennst du im Montafon das Berge-Plus-Programm? Ja, das habe ich schon öfters gehört. Meine Eltern haben ja auch Pension, die bieten das auch an. Und ist eigentlich für jeden Gast etwas dabei, da können sie sich überall anmelden und erleben was Schönes. Einfach Berge erleben da hinten, kann man wirklich sagen, da im schönen Montafon. Warum soll man eigentlich unbedingt das Montafon in Urlaub gehen? Ja, ich glaube, man muss eine Rundumlage. Es bietet einfach alles. Man kann wandern gehen, man kann schön biken gehen, man kann klettern gehen. Der Klettergarten zum Beispiel da. Gell? Ja, der ist schon sehr sportlich, aber du, zum Genießen. Aber die Montafon hat auch Veranstaltungen. Nächste Woche zum Beispiel das ganz große Alpen Open Air. Das ist eine grosse Veranstaltung da, oder den Sagenfestspiele. Aber auf der Homepage von Montafon Tourismus findet man eine ganze Speisekarte von Feinheiten da. Ja, schaut man schon, dass für jeden was dabei ist. Gell? Itzi, ich möchte dir ein ganz großes Danke sagen, dass du mit uns da oben bist, die schwere Bergtour. Wir sind immerhin hoch oben. Ja, du hoch oben, Franz, mit dir genieße ich die Aussicht immer besonders. Du bist einfach ein sympathischer Kerl. Nicht, weil du Olympiasieger bist. Du, wir haben es davor schon nicht gefunden. Wir haben uns schon vorher gut verstanden. Danke, dass du mit bist, einen kleinen Einblick gegeben hast und Werbung fürs Montafon gemacht. Ja, danke für die Einladung. Danke vielmals, Itzi. Cool gesehen. Ja, liebe Zuseher, das war jetzt Begegnung am Berg mit dem Alessandro Itzi Hämmerli, der Olympiasieger aus dem Montafon. Wunderschön gewesen. Ich habe es voll genossen, jede Sekunde. Liebe Zuseher, danke für euer Vertrauen. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg auf Ländli TV. Bis dahin, genießen das Leben und vergessen nicht, wir leben im Paradies. Dann leben. Genau.